Ja, vielleicht darf ich dich auf ein kleines Experiment einladen mit einem etwas verschärften Tempo. Vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Lust mitzumachen. Und ja, Sun Cis Buch wird oft in 10 Grundsätzen zusammengefasst. Ich nenne dir in der Folge mal jeweils zwei von diesen Grundsätzen und du entscheidest dich schnell, intuitiv für einen von beiden. Schnelle Antwort und vielleicht ein oder zwei Sätze zur Begründung. Okay? Ja, gerne. Okay, super. Runde 1. Glocke zu Runde 1. Stell dich dem Kampf oder handle umsichtig. Ich würde handle umsichtig wählen, weil ich das als eine Form, mich dem Kampf zu stellen, ist, die ich für sinnvoller halte. Und zwar deswegen, weil ich auf einen Breitwinkel gehe, dann in dem Moment, wo ich umsichtig handle. Also umsichtig heißt, ich erweitere meine Sicht. Und dazu gehört sowohl im Außen umsichtig zu sein, als auch im Inneren. Dankeschön. Runde 2. Führe andere in den Kampf oder brich die Brücken hinter dir ab? Da fällt mir die Entscheidung schwer. Ich bin jemand, der gerne andere in den Kampf führt. Ja, hier würde ich sagen, Patt, weil Okay. ich finde es wichtig, andere zu begeistern und zu ermutigen, sich ihren inneren Kämpfen und Auseinandersetzungen zu stellen. Bricht die Brücken hinter dir ab, ist aber genauso wichtig. Das heißt, immer wieder ganz bewusst in den Moment zu kommen und bricht die Brücken hinter dir ab, ist für mich nicht aus der Verbundenheit zu gehen, sondern einfach mit Mustern abzuschließen, die im Moment, ja, die dich eigentlich nur hemmen. Und die Kraft daraus zu beziehen, wieder andere in den Kampf zu führen. Okay, bereit für zu Runde 3. Runde 3. Halte dich an die Tatsachen oder handle rasch und unkompliziert. Also mir gefällt, handle rasch und unkompliziert. Das ist so für mich das Handeln, wenn ich im Flow bin, wenn ich im Fluss bin und wenn ich, ja, meinem Inneren folge. Runde 4. Sei auf das Schlimmste vorbereitet oder lass dir nicht in die Karten sehen. Ich würde mich fürs Erste entscheiden, sei auf das Schlimmste vorbereitet, das würde ich so übersetzen, sei vorbereitet, dass es Schwierigkeiten gibt. Dass es kein Sonntagsspaziergang ist, wenn du dir was vorgenommen hast und Neuland betreten willst, dann ist es kein Sonntagsspaziergang. Auch das Leben ist kein Sonntagsspaziergang. Das ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da gibt es immer wieder auch Schwierigkeiten. Und wenn man innerlich darauf vorbereitet ist, dass das zum Leben dazugehört, dann lebt sich's einfach besser. Ja, letzte Runde. Sei innovativ oder sei kooperativ? Da bin ich jetzt schon wieder in einem Dilemma, weil ich beides unglaublich wichtig finde. Innovativ sein ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was ich dann auch immer wieder in Zeiten auch Rückzug brauche, wo etwas Neues in mir entstehen kann. Oft aus dem äußeren Nichtstun heraus, ist ganz interessant. Aber was ich genauso schätze, ist dieses innovative gemeinsam zu erleben. Also einfach, wir beide jetzt zum Beispiel zusammenarbeiten und daraus etwas Neues entsteht und man einfach auch ein bisschen flexibel aufeinander zugeht und die üblichen Vorstellungen und Arbeitsweisen und Konzepte verlässt und einfach Raum gibt für einen Dialog. Ja, Kraft entsteht häufig ja auch dazwischen.
Und jetzt zwischen uns beiden, ja, eine Menge Kraft. Und ja, mir macht das viel Freude. Wenn wir nochmal so zu der Zeit gehen, du hast vorhin ja angesprochen, dass damals im entstehenden China eine Menge los war, eine Menge Veränderungen zu bewältigen war. Und wir dann so ein paar Kilometer weiter westlich mal schauen, in Griechenland zur vergleichenden Zeit. In der gleichen Zeit, als Sun Tzu seinen Ratgeber schrieb, meißelten die Griechen ja etwas in den Apollo-Tempel von Delphi mit unserem lieben Spruch: Erkenne dich selbst. So, je nach Lesart und Denkschule ging es ihnen darum, ja, entweder sich selbst zu vervollkommnen, die eigenen Tugenden, die eigene Seele zu kultivieren oder einfach nur den rechten Platz zu finden, nämlich im Sinne von Mensch und nicht als Gott. Das auch anzuerkennen. In den nächsten Jahrtausenden gab es da ja Riesendebatten drum und auch den einen oder anderen gepflegten Streit. Wieder ein paar tausend Kilometer weiter gen Osten haben wir jetzt einen sehr pragmatischen Feldherrn, der folgende Zeilen schrieb: Wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, eine Niederlage erleiden. Und wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen. Ja, auch Sun Tzu geht es ja hier um Selbstkenntnis, aber vor allem um ein realistisches Bild, einen realistischen Blick auf sich selbst, auch auf die Verbündeten und auf den Feind. Die Erkenntnis und die Suche nach der Erkenntnis ist bei ihm eher auf ein Ziel gerichtet und nicht in sich begründet. Wir sind, wenn man den Bogen mal weit spannen, kulturell eher Griechen. Was können wir denn von dem chinesischen General lernen? Und wie können wir, wenn wir schon mal bei kulturellen und sonstigen Einflüssen sind, wie können wir vielleicht ja kollektive Bremserthemen, die wir im Moment haben, verorten? Und wie wirkt sich das auf uns und unsere Handlungskraft aus? Das sind jetzt natürlich viele Fragen. Ja. Erstmal muss man wissen, dass Sun Tzu zur gleichen Zeit wie Lao Tse gelebt hat und wie Konfuzius. Also, und die drei waren auch nicht voneinander getrennt. Die haben sich auch gegenseitig beeinflusst. Bloß war halt der Job von Sun Tzu, General zu sein. Also deswegen fließen auch die Lehren von Lao Tse und Konfuzius. Konfuzius hat ja eine regelbasierte, also eine sehr strukturierte Form gewählt, während Lao Tse so das Tao, also die Formlosigkeit im Sinne hatte. Und ich denke, das sind, und Sun Tzu sich ja irgendwo da dazwischen bewegt hat. Und ich glaube, das ist genau das, was heute auch passiert. Man muss damals noch wissen, weil du die Griechen erwähnt hast, das ist die sogenannte Achsenzeit. Das ist die Zeit, wo die Weltreligionen entstanden sind, wo Buddha sich auf den Weg gemacht hat, Jesus auf den Weg gemacht hat. Also die christliche Religion entstand und die griechische Philosophie und auch der Buddhismus entstand oder der Hinduismus. Und das oder der Sufismus, ja, also diese ganz grundlegenden Richtungen, die den Menschen darauf orientieren, das Außen mit dem Inneren zu verbinden und rauszugehen, was man wirklich so bei allen sehen kann, ist rauszugehen aus der Egozentrik. Und mit der Egozentrik meine ich jetzt, zu sehen, dass es mehr gibt als das Ego. Das Ego verstehe ich jetzt in diesem Zusammenhang als unsere Muster, unsere konditionierten Erfahrungen und so weiter, unser Selbstbild, alles, was uns so scheint auszumachen, ja? Und darüber hinaus zu wachsen in eine Verbundenheit mit etwas Höherem,
etwas, das größer ist als ich selbst und auch, dass das andere, was mich umgibt, schon das andere, dass ich das andere nenne, so nimmt es das Ego wahr, aber wenn ich in dieser Verbundenheit spüre, dann habe ich die Welt in mir. Ich habe gestern einen Spielfilm angeschaut, der hieß Adu. Er hat von einem kleinen 6-jährigen Jungen gehandelt, der auf der Flucht war von Kamerun aus. Und es hat seinen Leidensweg gezeigt, so bis nach Marokko. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das sage. Und er hat viele Verluste erlebt auf diesem Weg. Seine Schwester ist gestorben, seine Mutter ist umgebracht worden und so weiter. Und trotzdem war der in der Lage, sich so zu freuen. Er hat dann immer so ein Fußballhemd angehabt oder wie er noch nicht noch in einer Szene vorher hatte er Rinaldo hinten mit Kreide und die Nummer 7 auf seinen Rücken geschrieben. Also er hatte Idole, er hatte Vorbilder, er hatte Visionen, er hatte Emotionen und er hat immer wieder Menschen gefunden, die ihm geholfen haben und die ihn unterstützt haben. Und ich glaube, so ist das Leben. Er ist ja in eine völlig neue Situation gegangen und hat viel Schlimmes erlebt, ja, aber auch sehr, sehr viel Schönes. Und er hat diese Fähigkeit, sich von Herzen darüber zu freuen, im Moment und aus dem Moment zu handeln und in diesem Film vorgelebt in einer Weise, das finde ich unglaublich, unglaublich. Ich habe so viel von dieser Geschichte gelernt, von einem 6-jährigen Kind, einfach weil diese Verbundenheit mit dem Leben so intensiv war. Und man merkt doch in dem Moment, wo ich dann zu sehr an den vergangenen Erfahrungen hänge, wie sehr uns das ausbremst. Wie sehr uns das die Kraft nimmt, die Kraft im Moment uns auch zu freuen, weil diese Freude brauchen wir auch, um wieder ins Handeln zu kommen, um wieder im Leben zu sein. Es gehört einfach zum Lebendigsein dazu. Und ich glaube, dass gerade wir jetzt in den Corona-Zeiten wieder diese neue Lebendigkeit, diese neue Verbundenheit mit dem Leben erfahren und dass das dazugehört. Und das Handeln bringt so die Energie im Fluss, das bringt uns in die Lebendigkeit. Und hinterher sehen wir, dass wir was geschafft haben und dass wir was angegangen sind und freuen uns drüber. Also das ist auch noch so ein Aspekt bei dem Handeln, der mir wichtig ist, diese Freude am Handeln zu bekommen. Und natürlich auch zu akzeptieren, dass es da Phasen gibt, wo es einfach mal, wo man sich mal ausgeliefert, machtlos und hilflos fühlt. Aber man bleibt es nicht. Man kann sich da rausarbeiten. Man kann sich damit auseinandersetzen und dann wieder den nächsten Schritt gehen. Ja, also diesen Film kann ich nur empfehlen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und auch das, was du eben beschreibst, ist auch das, was ich erlebe, wenn ich bei dir aus dem Balance-Institut nach einer gemeinsamen Arbeit rausgehe, zurückfahre nach Oberösterreich, 3, 3,5 Stunden Zeit habe, um es nach und den Nachhall zu genießen. Und da kommt genau diese Stimmung rüber. Das, was du den Menschen mitgibst, das, was du mir auch in der gemeinsamen Arbeit mitgibst. Ja, ich danke was dir herzlich. Gegenseitig mitgeben. Ich genieße es auch sehr, wenn du da bist. Super, dann vielleicht eine Frage noch zum Abschluss. So eine Endspurtfrage. Ich habe mich ja schon als Fan von Die Kunst des Krieges von Sun Tzu geoutet. Jetzt zu dir. Ist das 2500 Jahre alte Haferkrütze mit Glutamat?
Oder ist es ein heißer Tipp? Für mich ist es ein heißer Tipp, weil es erstmal ein interessantes Zeugnis einer interessanten Zeit ist, auch historisch gesehen. Und weil er in mir viele Fragen aufwirft, an denen ich mich reibe. Und genau diese Reibungskraft, diese Auseinandersetzung mit dieser Reibungskraft, die finde ich so spannend. Die finde ich so spannend, weil das bringt mich auch wieder weiter. Und ich finde, Moral wäre viel zu klein, um Sun Tzu da zu begreifen. Natürlich hat er diese zwei Konkubinen hingerichtet und auch wahrscheinlich viele andere und so weiter. Aber das wird, Moral ist nicht der Punkt jetzt, um das zu bewerten. Das ist ja auch gar nicht meine Frage. Es geht ja nicht bei mir darum, will ich jemand hinrichten lassen oder nicht. Sondern es geht für mich darum, was zeigt er mir? Und wenn ich in einen Widerstand gehe gegen eine Aussage von ihm, dann gibt es vielleicht für mich da gerade noch was zu lernen und zu erfahren. Und das finde ich spannend. Außerdem ist es so verdichtet, dieses kleine Buch, das sind ja, wie viele Seiten sind das überhaupt? Das sind ja die Texte von ihm, sind ja keine 100 Seiten, das andere ist ja dann noch Kommentar und so weiter. Und man kann das immer mal aufschlagen in so einem Moment, wo man in seinem Handeln stockt. Und dann einfach mal schauen, wo lande ich da gerade? Ja, ich habe jetzt gerade mal, ich bin jetzt gerade bei allen möglichen Leitern und Wagen gelandet. Zur Erstürmung befestigter Städte verwendet werden. Und jetzt kann ich darüber nachdenken, womit das zu tun hat. Ja? Ja, super. Also das heißt, ich bereite mich auch vor auf Dinge, die ich erreichen möchte. Es langt nicht nur der Wunsch ans Universum. Ja? Der Wunsch ans Universum ist wunderbar, aber es beinhaltet auch ein Tun, also meinen Willen auch in einer Weise Schritt für Schritt zu gehen, also zur Intention meines Weges zu machen. Also du meinst, es schadet nichts, dem Universum ein wenig zu helfen? Natürlich. Genau. Wunderbar. Wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Sigrid. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie Interesse an unserer Arbeit haben und vielleicht auch über die Online-Ausbildung zu den integralen Coaching-Formaten und zur Arbeit mit Archetypen was wissen möchten, besuchen Sie uns einfach auf der Homepage www.balance-system.world.